Hallo und willkommen zum Video Nummer 6. Wie ihr vielleicht gesehen habt, habe ich die Namensgebung etwas geändert. Ich dachte, ich gestalte es jetzt ein bisschen nutzerfreundlicher, indem ihr quasi aus dem Videotitel schon herauslesen könnt, um was es in diesem Video geht. Und wie ihr vielleicht im letzten Video gesehen habt, habe ich ja gesagt, ich würde hier weiterbauen. Hier befinde ich mich gerade. Ich würde hier weiterbauen. Und hatte da auch eine nette Idee, wollte nichts verraten. Und ja, Überraschung. Eine Förderanlage habe ich hier gebaut. Und ich setze das Ganze jetzt einfach mal in Gang. Steig dann dieses kleine Vehikel hier ein, mit dem ich dann hochfahre. Und dann lasst es einfach mal auf euch wirken. Guckt es euch an und genießt die Musik. So, ich denke, das reicht fürs Erste. Habt genug gesehen, hoffe ich doch. Ich lasse mal noch ganz kurz hier das hochfahren. Und dann werde ich kurz abschalten. So. Also. Wie habe ich das Ganze hier jetzt mal gemacht? Ja, der Bug. Ja, nicht erschrecken. das dürft ihr nicht zusehen. Einfach nur so. Das ist alles, was ich an Verbindungen hier verbaut habe. Um das ganze Ding zum Laufen zu bringen. Wie ihr gesehen habt, das ist ein Kreislauf. Es fährt immer im Kreis. Momentan drei dieser Paletten, eventuell würden auch vier funktionieren. Die Höhe von hier kann auch, ich glaube, ein oder zwei Blöcke sogar variieren. Bin mir nicht sicher, ob wenn ich jetzt hier einen Block weniger hätte, ob es dann noch gehen würde, müsste ich mal ausprobieren. Und ja, das Ganze bringt im Prinzip ja gar nichts. Es kann nichts außer im Kreis fahren, aber das ist ja, sage ich mal, schon recht viel, was man hier so in Scrap-Mechanik machen kann. Und ich will da jetzt gar nicht eigentlich weiter drauf eingehen. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, wenn ich alles im Einzelnen zeigen soll, dann mache ich das gern. Mache ich gern nochmal ein Video drüber. Schreibt mir einfach in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Und dann mache ich das. Weil ich meine, so reicht es jetzt erstmal vorab. Ich werde jetzt auch gleich noch etwas weiter bauen. Hier, dass alles schön verkleidet ist. Und natürlich hier noch ein Dach hin. Und dann wird auch, denke ich, die Halle bald fertig sein. Und dann stelle ich das Ganze hier zum Download bereit. Dann könnt ihr selber euch das mal bei euch zu Hause angucken. Und rumexperimentieren, rumbasteln. Und Spaß an der
in der Halle hier haben. Gut, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.